Willkommen zur Live-Schaltung. Live-Schaltung. Es wird immer live geschaltet, bis ein Kunde kommt, dann unterbreche ich. Weil Kunden möchten natürlich jetzt nicht in dieser Live-Schaltung mit dabei sein. Es ist die Star Wars Story, es ist der Star Wars Stammtisch, es ist Star Wars die Show in Deutsch. Ich finde es ja toll, dass viele, die weder Freund noch Feind, weder überhaupt die Sendung dann sehen und so fort, denen zu lang, denen zu kurz, also diejenigen welchen, die immer was zu meckern haben, für die mache ich natürlich die Videofilme an sich nicht. Aber es freut mich aber persönlich, deswegen mache ich heute diesen Videoclip, für die Meckerfreunde, die immer meckern, ja, die über alles, immer alles besser wissen, alles besser können. Und wenn man dann zu ihnen hingeht und guckt, weder bei Facebook, weder bei YouTube haben die was. Ne? So steige ich heute mal ein an die Nörgler, die alles zu lang, das hier ist zu lang. Ich achte jetzt nicht drauf, es ist eine Live-Schaltung. Sobald ein Kunde kommt, wird das wie gesagt unterbrochen. Worum geht es heute? Es geht immer noch um diese sogenannte Star Wars Show, die es nicht in Deutsch gibt. Es gibt auch keine deutsche Übersetzung von der Original Star Wars Story Sendung, die da zu sehen ist bei YouTube. 2018 macht Disney gar nichts, weder eine Community oder sonst was. Es wird alles auf das Jahr 2019 verlegt. 2019 rappelt es richtig in der Star Wars Kiste. Da geht es richtig zur Sache. So. Durch diese Monitoring, die ich jetzt hier habe, vor mir und hinter mir, mache ich ja dann sozusagen ja auch etwas und ich versuche es ein bisschen zu animieren. Ihr merkt schon, was soll man überhaupt? Ich meine, heute war wieder ganz viel, also im Moment ist sehr viel mit Star Wars, also leer geräubert da, Kylo Ren komplett 1:1 ist weg. Kylo Ren in 1:30 und so weiter, 12-inch und so, 6-inch und so weiter, die sind alle weg. Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich einkaufen kann. Heute sind die ganzen Scarabs gegangen, von Bandai zum Beispiel. Also wie gesagt, renitente Sonderposten gibt es ja nicht, sondern Sammelposten. Wir haben sehr viele Unikate hier, auch hinten sieht man ja noch ein paar Unikate, die da an der Wand hängen. Wenn die weg sind, sind die weg. Und wenn man versucht, die irgendwie zu bekommen, den Künstler vielleicht anspricht oder so, dann sind die Preise plötzlich utopisch. Wir hatten eine kleine Figur verkauft von Leia in ihrem speziellen Kostüm, kostet jetzt 133 Euro, hat vorher 23,95 gekostet und davor 13,95, kostet jetzt aber 133 Euro, also können wir nicht nachkaufen. Die ganzen Vintage-Sachen werden neu auferlegt, halt 2018er Version dann aufdrückend oder 2016, keine Ahnung, machen die ja dann hin und wieder, aber in Wirklichkeit gibt es die ja jetzt erst im April, Mai zu kaufen. Die neuen Vintage-Sachen auf Revan und wie die alle heißen, die gesamten Figuren wird es wieder geben. So, wir hatten natürlich Figuren aus dem Jahr 79, die heute horrendes Geld kosten. Und auf eine Art sind wir jetzt froh, dass wir die natürlich verkauft haben. Ist klar, wir sind Händler, wir sammeln nicht. Ich muss aber gestehen, umso mehr ich jetzt hier so sitze und dann in die Star Wars Lounge hineinblicke, ja, wenn ich jetzt hier so in der Star Wars Lounge reinblicke und mir das angucke, freut es mich schon. Wenn das dann weg ist, fehlt. Zum Beispiel Kylo Ren, 1:1 ist weg. Ray ist weg, 1:1 mit Puppe, also mit Anziehpuppe ist weg. Ja, sind weg. Also ob man sie jetzt nochmal neu kaufen soll, eine neue Plastikpuppe kaufen soll, 1:1 die neuen Sachen aus Amerika, sich bei Wicked Armor zu bestellen, auch so eine Frage. Sollte man das überhaupt tun? Die Sendung ist, also Live-Schaltung bedeutet, ist eine Spontanität, also spontan. Vor die Kamera, man ist kräftig am Arbeiten, man hat ein bisschen Pause oder Kaffeepause, dann nutzt man diese Kamera, um vielleicht so wie jetzt über das zu berichten, was wir hier gerade bei Facebook gesehen haben. Die letzte Sendung war ja über Star Wars Elite Serienfiguren. Da hier die Abhandlung zu sehen war über die Elite Serienfiguren, was soll man jetzt über die Elite Serienfiguren einzeln sagen? Ich gehe davon aus, nach 41 Jahren Star Wars sollte man an sich die Figuren kennen, obwohl ich wurde heute wieder eines Besseren belehrt. Jemand fragte mich nochmal, ich habe noch nie Star Wars gesehen, womit fange ich eigentlich an? Ja, ja, womit fange ich eigentlich an? Das ist ja ein riesen Kompendium. Also wenn man in der Hollywood-Schleife bleibt, fängt man mit 1 an und schaut sich das irgendwie an. Und wenn man dann
so ein bisschen abdriftet in Rebels, da muss man denjenigen auch erklären, dass es Rebels gibt. Ja? Also der offizielle Kanon aus Hollywood, der offizielle Kanon, der 79 gestartet war, hier unter Krieg der Sterne. Einer, der 100% noch nie Star Wars gesehen hat, ich sag mal, am besten, er fängt mit 1 an, damit er überhaupt weiß, wer Anakin ist, wer Leia ist und so weiter, wer die überhaupt sind, ja, und wer die Ursprünge waren, wo dann die Geschichte des Solo und des Skywalkers begonnen haben. Ja, also, wenn man ehrlich ist, ist er eine Familie, ja, Familie Solo, Familie Skywalker, ja, die dann an einem Tisch sitzen mit ihren Kindern und Kindeskindern auf der einen Art, die kann man aber einem nicht erklären, der noch nie Star Wars gesehen hat, da ist man aus Sicherheitsgründen ruhig. Sagt, also ich war ruhig, ich habe gesagt, schau dir 1, 2 und 3 an, dann versuch noch Rogue One dazwischen zu sehen, damit du mit der 4 besser klarkommst. Ja, also wir sind ja damals mit 4, 5 und 6 gestartet und mussten uns den Rest dann rückwärts denken und haben uns 99 dann an 1 erfreut. Ne, ihr wisst schon, also die Karawane der Ewoks und so, die habe ich schon gar nicht ernannt, die waren ja noch davor. Ja, wie erklärt man einen, der noch nie Star Wars, ihr merkt schon, ich weiß selber nicht, wie würdet ihr denn jemanden erklären, der in seinem ganzen Leben noch nicht Star Wars gesehen hat, aber Star Wars sehen möchte? Wie schaut derjenige Star Wars? Das ist schon so eine Sache. Also wie sieht einer Star Wars, der noch nie Star Wars gesehen hat? Jetzt will ich auch gar nicht auf die Figuren eingehen, über die Figuren sprechen, über die Preise sprechen. Star Wars ist in meiner Sicht nach 41 Jahren eine Börse geworden. Heute kostet die Figur einen 10er, morgen kostet sie einen 20er, übermorgen kostet sie 300. Und dann kostet sie nur noch 2. Also es gab ja mal einen Riesenschock bei Star Wars in den 80ern, wie plötzlich Star Wars Figuren auf dem Sondertisch, auf einem Ramm-Tisch, also total verramscht wurde. Ja, Hallöchen! Und natürlich, wie immer, hab ich was vergessen. Aha, bald haben wir den vergessen. Zwischen diesen Cuts liegen immer Minuten, sogar Stunden, weil manche Sachen, wie gesagt, nicht vor laufender Kamera gedreht werden, wie jetzt auch. Ich musste wieder einen Cut machen. So, noch einmal, ihr seid immer noch beim Fanservice. Diesen Fanservice, der jetzt so ein bisschen mehr mit Star Wars zu tun hat. Wir bemühen uns alle für unsere Kunden, die wirklich Sachen suchen. Gerade war einer, der brauchte Tim und Struppi. Gut, dann besorgen wir jetzt Tim und Struppi. Wir haben auch Marzi Polami haben wir da. Und wenn ich gleich wieder einen Cut mache, werde ich sicherlich die Marzi Polamis mal eben kurz vorstellen. Die schwarzen sind da und auch die gelben. Marzi Polamis. Also das ist Fanservice. Fanservice, ich bin ein Fan von etwas und bei uns gibt es den Service, die Sache hier vor Ort zu bekommen, wenn man nicht computermäßig unterwegs ist. Ich hatte hier gerade eine Kundin, die braucht Logs. Da hat sie mir erklärt, dass sie sich die Logs anschaut, die Logs dann weiterleitet an ihren Sohn und der Sohn besorgt ihr dann die Logs. Dann habe ich ihr erklärt, wie sie Logs selbst kaufen kann, indem sie die anklickt, dann in den Warenkorb öffnet und dann nachschaut und dann die Lok selbst bestellt. Zum Beispiel für ihren Mann natürlich, die Frau braucht keine Loks selbst. So, das ist ein Fanservice. Ich bin ein Fan von Loks, sag ich mal, ein Fan von Autos, Fan von Star Wars, aber überwiegend, deswegen steht hier unten drunter Star Wars. Überwiegend wollten wir, besonders ich, Star Wars machen. Also die Sendung sollte an sich ja auch mit vielen anderen Moderatoren gedreht werden. Es sollte so gemacht werden wie alle anderen auch, aber wenn man immer alles selber macht wie alle anderen auch, ist es langweilig. Deswegen wird es so gemacht. So gemacht wird es schon seit 1995 und wir hatten viel Erfolg schon damit. So, die regulären Sendungen, die richtig gefahren werden, hier bei RTL und Sat1 und Pro7 und so weiter und so fort, die könnt ihr hier nicht sehen. Für YouTube wird das nicht gedreht, sondern nur das hier. Also nur das hier, Fanservice, die Sammelfiguren und so weiter, die werden nur hier gezeigt bei Facebook und bei YouTube. Und wie gesagt, das sind Live-Drehs, wo unterbrochen wird, sobald ein Kunde hier vorbeikommt. Nur wenn Kunden da sind, die Schauspieler oder Cosplayer oder Leute, die wirklich mitmachen wollen,
Dann sind die natürlich hier bei und dann wird auch woanders noch gedreht. Wir haben noch Studios und so, aber sonst nicht. Okay? Jetzt wird halt dieses Fanservice mal vorgestellt. Wir reden uns über Fanservice. Wir reden auch über die Figuren. So, aber heute will ich mal nicht über Figuren reden. Facebook ist klar. An sich ist doch alles klar. Facebook, wie man damit umgeht, ist klar. YouTube, wie man damit umgeht, ist klar. An sich sollte Computer klar sein. Wie man Filme dreht, wie man Musik macht, wie man aufzeichnet, wie man schneidet, sollte jetzt nach so vielen Jahren auf eine Art klar sein. Ne? Beim Sondersender NRW TV. Hallo. Hallo. Worum geht es beim Fanservice über Sprache? Leider treffen wir uns nicht mehr real. Leider, schade eigentlich. Wir sprachen über 3D. Wir mögen 3D. Wir mögen mittlerweile Star Wars 3D. Der eine 2D. Egal, was man mag, der eine nicht, der eine doch und so weiter. Online ist immer Krieg, online ist immer irgendetwas, online ist immer Nerd, leider. So, und früher, wie gesagt, 75, 79 aufwärts und so weiter, war kein Nerd, da saß man war um die 24 Leute und man hat auf kleinen Monitor etc., man hat also Star Wars genossen. So, damit haben wir angefangen und wie gesagt, jetzt haben wir 2018, ist ein bisschen ruhig, jetzt warten wir auf E8, jetzt warten wir auf Han Solo. Und dann warten wir auf E9. So, und ja, schauen wir mal. Und wie gesagt, einige Figuren laufen halt schneller oder weniger schnell. Einige Figuren, wie gesagt, kann man darüber philosophieren, kann man es auch sein lassen. Ihr könnt unten drunter schreiben, wie die Sendung werden sollte. Diese sogenannte Fanservice-Sendung ist eine Sendung. Es gibt eine Live-Show, es gibt auch eine richtige Sendung. Ja, da kann man richtig arbeiten mit allem drum und dran, aber im Moment noch nicht geplant, einfach nur so diese Live-Schaltung, sobald ein Kunde kommt, zack, ist aus, deswegen weiß man manchmal nicht, wie lange es am Ende dann geworden ist, weil neu geschnitten wird es nicht, es bleibt so, der Schnitt ist ja da, in dem Moment, wo ich aufstehen muss und die Kamera orange verlasse, ne? Ist klar, ist ein Schnitt da und in dem Moment, wo ich geschnitten habe, ist dann halt Cut. Ja, und dann ist die Sequenz zu Ende. Und so ist es auch bei Star Wars. Natürlich könnte man Specials machen, mir ist auch aufgefallen, aber Star Wars wird jetzt auch ganz anders gedreht, ganz anders geschnitten bei 7. Bei 8 ist mir das auch schon aufgefallen, bei Rogue One auch. Die anderen sind ja also in einem anderen Schnitt gewesen. Also der Fader zieht die andere mit, wird hier nicht mehr gemacht. Na, mal drauf achten, 4, 5 und 6. Schauen. Auch bei Rebels hat man es auch gemacht, diesen Schnitt, zum Beispiel einen Umkehr, dann hat man das andere Bild mitgenommen und so weiter. Und ja. Ah ja, supi. So, bei so einer Live-Schaltung habe ich gerade beendet, weil Post gekommen ist. Ne? Amazon ist gekommen, hin und wieder kommen sie ja mal pünktlich. Jetzt hätte ich auch einen Box. Ich mache andere Videos. Ich mache halt diese Live-Step-Motion-Videos da. Was ist denn da gekommen? Ihr seht dann live, wie es kommt. Ist wunderbar eingepackt, also muss ich schon sagen. Also bei Walt Disney kann man sich, verlassen, dass die Ware ordentlich eingepackt ist. Ja, hab mal wieder noch einen Ren in Elite bekommen. Wunderbar eingepackt, also seht ihr ja selber. Also Walt Disney verschickt die Ware doch ja, ordentlich, auch wenn Amazon sie dann ausliefert. So. Also ist ein Originalstück Kylo Ren. So, Kylo Ren halt in der Version. Ja, mal gucken. Ja, ich bin heute gefragt worden, also ich bin da jetzt auch noch nicht schlau geworden drüber, da die Verpackung einmal so ausschaut und einmal so ausschaut. Ja, ich unterbreche mal eben, um zu sagen, wie die andere ausschaut. Wurde also wie gesagt gefragt, wieso schaut die jetzt so aus, genau hingucken, sie ist gräulich und das Emblem oben von Disney, seht ihr das? So, und hier nennt sich das Disney Store. So, wer von euch weiß denn, warum die hier in Rot, die in Blau oder beziehungsweise Grau, wieso bei diesem Emblem so, das ist die Version 2018 aus 2017, und diese Version müsst ihr nachgucken, wann die irgendwie raus. Habe ich jetzt auch nicht. Ich habe die ja jetzt einfach nur bestellt. Ich habe mir gar keinen Kopf drum gemacht. Ja, jedenfalls
voll Metall, sind ziemlich schwer. Wie gesagt, warum ist er so verpackt und warum ist er so verpackt? Oder überhaupt? Ne? Rogue One sieht genauso aus. Rogue One ist ganz gräulich. Könnte ich jetzt auch mal eben stoppen, dann genau. Ihr seht ja hier, seht ihr das ja. So, Rogue One ist bläulich. Rogue One ist bläulich. Und hier oben Disney Store. So, get ist Disney oben links anders, das Emblem. Und gräulich. Das ist aus E8. Das ist aus Rogue One. Alle da. Alle Figuren aus Rogue One sind da. Sehen aber so aus. Und die aus E8. Das ist aus E8. Hallöchen. Hallo. So, musste mal wieder unterbrechen. Hatte euch gerade die Figuren da ein bisschen vorgeführt. Eine Sendung nur über Figuren könnt ihr bei YouTube sehen. Wollt ihr ja nur klicken. Irgendeiner wird euch schon eine Figur zeigen. Wollt ihr nur eingeben. Deluxe-Serie von Disney. Und dann spricht einer. Kann sein, dass er natürlich in Englisch spricht, weil es ein Amerikaner ist. Ob ich es jetzt vorführen soll, diese gesamten Figuren, die da mittlerweile angeboten werden. Ich schaue mich gerade um auf die New, die da kommen sollen. Ich habe es leider noch nicht angeboten bekommen. Amazon hat es da halt auch noch nicht. Ich könnte jetzt Vintage, die uralten von Kenner bestellen. Ob ich die Kundschaft dafür hätte, weiß ich nicht. Die Sendung, die gibt es jetzt hier schon sehr lange, seit 1995. Da haben also mehr zugeschaut, weil das neu war. Heute, 2018, schauen nicht mehr so viele zu, weil jeder irgendwie macht, jeder macht eine Kamera an und hat dann sein Klientel, hat seine Fans und so weiter und so fort. Unser Eins macht es beruflich, kann es also Hobby, Beruf immer so mischen. Ja, Beruf, Hobby, Beruf, Hobby, 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 Beruf. Ist immer dasselbe, nur jetzt im Moment ist es wieder im Beruf, wird dieses hobbymäßig jetzt hier erstellt. Ihr könnt die Figuren sehen. Ich denke mir irgendwann was Schönes dabei aus, damit es auf irgendeine Art besser aussieht. Lang, was sind 20 Minuten? Wir können stundenlang hier, weil wir mit Google und YouTube verbunden sind. Wir sind also Händler. Also wir sind mit Google, YouTube und Amazon, wie sie alle heißen, und auch Facebook unter Vertrag und arbeiten. Und wir arbeiten für Filmpool und Komparsen und so weiter. Also hier ist eine Firma, hier ist Beruf und dieses Fan-Service ist auch Beruf. Deswegen sollte es nicht gemischt werden. Das, was ihr seht, hat nichts mit dem Beruf zu tun. Ihr könnt aber jederzeit live hier zukommen und wenn ihr live dabei sein wollt, seid ihr auch live hier neben mir oder ihr werdet selber zum Moderator. Star Wars, wie gesagt, als Admin hat man sowieso so viel zu tun. Ja, jedenfalls, ja, ist halt so und wenn ich ganz ehrlich bin, müsste hier jemand ganz anderes sitzen. Ja, ihr wisst schon und dann wird das auch so also ganz anders funktionieren. Diese Videos sind aber nicht gedacht, um damit Geld zu verdienen. Diese Videos sind damit gedacht, um irgendwelche zeitlichen Füller zu lernen. Jetzt zum Beispiel werde ich gleich Cut machen und dann werde ich Pause machen. Ja, oder ich mache gleich wieder Cut, weil einer reinkommt und so weiter und so fort. Ja, an sich ist so eine Art Erklärvideo heute, ihr merkt schon. Also ich versuche heute mal zu erklären, was das überhaupt ist. Wir sind da diese Facebook-Geschichte da, die Star Wars Community, wo an sich ausgetauscht werden soll. Und Fragen stellen, Antworten und so weiter und so fort. Und ich arbeite halt an einem ganz anderen Konzept, weil ich beruflich leider sehr viel mit Kameras zu tun habe und mit Kunden und aller Couleur. Ist jetzt so eine Sache, ja. Und die Kunden, die das durch Zufall hier sehen, die wissen halt Bescheid. Hier ist jetzt kein Kunde vor Ort, hier ist kein Kunde im Raum und somit geht es. In dem Moment, wo ein Kunde erscheint, ist alles aus, alles ruhig. Und ich denke mir, während die Kamera aus ist, irgendwie mir noch eine neue Story aus. Und dadurch kann es schon mal sein, dass dieses Video länger wird, wie ich mir vorgestellt habe. Ja, weil ich da jetzt nicht drauf achte, weil die Uhrzeit seht ihr ja nicht. Sagen wir mal, ich habe um 8 Uhr angefangen und durch die Kundschaft bin ich jetzt bei 13:30. Ja, und ihr seht halt einen durchgehenden Clip, einen durchgehenden Film.
und kommt vielleicht damit nicht klar. Ihr müsst euch erstmal daran gewöhnen. Ja? Wie auch Star Wars Fans sich daran gewöhnen müssen oder sollten, die noch nie Star Wars gesehen haben. Mit was fange ich an? Mit 1? Mit 4? Ja? Also in der ganzen Community, besonders unter den Verrückten, ja, das sind ja über 25.000, da geht es ganz anders zur Sache, wie jetzt bei uns gemütlich hier 1.000. Ja? Wir sind gemütliche 1.000, wir unterhalten uns gemütlich und die anderen 1.000, die ihr nicht seht, die hier tagtäglich erscheinen, da geht es auch ganz gemütlich zu. Und wie gesagt, heute wurde sehr viel wieder über Star Wars gesprochen. Momentan durch Han Solo, der da jetzt kommt, als Film ist wieder so ein bisschen, und jetzt E8 sowieso, da fragen die, soll ich mir jetzt E8 anschauen? Natürlich kann man sich E8 anschauen, aber wisst ihr denn, worum es geht? Also ihr seht da einen Film, ihr seht Darsteller, aber wisst ihr überhaupt, worum es geht? Denn die Darsteller verkörpern ja eine Geschichte, die Darsteller haben an sich mit Star Wars gar nichts zu tun, weil, wenn wir ehrlich sind, Ridley, die kannte, also die Daisy, die kannte das überhaupt nicht. Gibt sie auch zu, sie wusste gar nicht, was Star Wars ist. Ja. Das ist eben so. Einige Schauspieler, die jung sind, die jetzt so um die 20, 24 sind und jetzt Schauspieler bei Star Wars, kennen Star Wars überhaupt nicht. Das gibt es nämlich auch. So, ich kann jetzt auch einen Job bekommen. Es kann sein, dass ich jetzt einen Filmauftrag bekomme. Da muss ich mich auch einlesen. Aber nach so vielen Jahren kenne ich schon das Genre aufwärts. Ich war schon überall irgendwo involviert. Und deswegen ist das für mich nicht neu irgendwie gut. Wenn jetzt Perry Rhodan aus dem Jahr 56, 60er Jahre da was Neues, würde ich aber trotzdem wissen, nur im heutigen Status. Ja? Auch Star Trek seit 66 aufwärts, also in alle Himmelsrichtungen, Marvel, DC, kann man überall reinspringen, ob das die Flash-Serie ist, die Wespe, die jetzt neu kommt und so weiter und so fort. Oder Spider-Man, Hulk, Batman. Iron Man, The Adventures, man kann trotzdem reinspringen, man kommt da irgendwie klar, Arrow, ja, es passt schon, The Legends, ja, die Legenden, irgendwie passt das schon, irgendwo landen die dann schon, auch die Zeitspringer und so weiter und so fort, bei DC, / bei Marvel. So, und bei Star Wars, wie gesagt, ist das an sich so eine Art Solo-Geschichte. Hallo! Bei diesen Live-Stop-Motion-Filmen, ja, also live, und da muss ich unterbrechen, weil Kunde rein gerade ein Geschenk bekommen als Dankeschön. Ne, Cookies, ich finde es toll. Ja, während den Dreharbeiten bekommt man auch was geschenkt, während den Dreharbeiten unterhält man sich und während den Dreharbeiten entsteht die Story. Die Story entsteht durch diese Dreharbeiten. Das ist jetzt die Art und Weise von diesem, was ich hier mache. Um das mal kurz zu erklären, dass ich nachher am Schnittplatz es ein bisschen verändere. Im Live-Modus sieht eh alles anders aus. Jetzt, wenn ihr das Video seht, ist es anders konzeptioniert, wie es an sich erdacht worden ist. Und das finde ich so toll daran. Ich nenne sie jetzt Live-Step-Motion. Das heißt also nicht Step-Motion, ihr wisst schon, die Zeitlupengeschichte, sondern Step-by-Step. Also die Abhandlung, manchmal sind es 3 Minuten, manchmal sind es 10 Minuten, manchmal sind es nur ein paar Sekunden. Ihr merkt ja durch den Schnitt, in dem ich aufstehe und was Neues habe, ist da was Neues entstanden. Monolog, Dialog, Prolog. Ich habe leider diesen Monolog jetzt hier, ist halt so. Und wollte nur eben Danke sagen. Wie gesagt, ein älterer Herr hat mir als Dankeschön das hier gegeben, hat auch gerade gefragt, ja, die Welt des Computers, der Mann ist über 80, und seine Frau ist bettlägerig und für seine Frau kommt er, für seine Frau machen, beziehungsweise ich mache dann die Sachen für ihn fertig und als Dankeschön bekomme ich hin und wieder mal einen Keks. So schön, ne? Und ich will nicht weiter auf euren Keks gehen, deswegen schneide ich hier. Hab Kekse geschenkt bekommen. Was ist das Beste daran? Man holt sich so eine Tasse, eine Star Wars Tasse, ja, und trinkt sich gleich einen leckeren Kaffee dabei. Kaffee mit Star Wars und einen Keks. Okay, waren jetzt keine Star Wars Keks, ist auch egal. Star Wars Kekse werden jetzt etwas teurer wie die Kekse, die ich gerade geschenkt bekommen habe. Die Geste des Geschenks, also das Geschenk an sich, macht ja viel mehr Freude wie jetzt. Ne? Und dann, ja, wie gesagt, machen wir jetzt ein lecker Tässchen Kaffee, ne, für die Eingefleischten.
wisst ihr, bei so Step Motion, das heißt also mit Kunden arbeiten, mit Kunden über Star Wars sprechen, am Stammtisch zum Beispiel, dann eine kleine Abhandlung darüber, ist alles ehrlich. Wirklich, ist alles ehrlich, ist wirklich gerade gekommen, ich denke mir da nichts aus, deswegen ist ja momentan unterbrochen. Deswegen kann ich also keinen Fluss, also keinen Filmfluss machen, sondern muss zwischendurch aufhören, muss die Story neu beginnen, muss den Monolog neu ergreifen. Und jetzt habe ich mir die Geschichte auf die Kekse gereimt, ist klar, weil die Tasten verkaufen wir ja auch für 4,50. Jetzt habe ich die selbst im Gebrauch. Meine Lieblingstaste, die richtig fett Musik macht, hat leider aufgehört, Musik zu machen. War auch verdammt laut immer, die Kunden haben sich immer erschrocken, wenn ich mir da so ein Kaffee da, ging es dann hier zur Sache. Auf eine Art dann wiederum gut, ich habe also die richtigen Batterien dafür nicht gefunden. Ihr kennt ja die Tasten. Was soll man euch noch erklären? Ihr könnt alles kaufen. Es gibt alles von der Zahnpastatube an. Ne? Ich habe für die Kunden hier schon Zahnpasta, alles mögliche. Einige Sachen gibt es gar nicht mehr. Ne? Also die gibt es gar nicht mehr. Die werden gar nicht mehr hergestellt. Ich möchte nicht wissen, wie teuer jetzt so ein Kulturbeutel von Star Wars Wert hat, weil es den gibt es nicht mehr. Die Kunden, die wollten nachbestellen, sage ich, tut mir leid. Weiß nicht, ich kriege den Kulturbeutel, also diesen Kulturbeutel, den ich für meine Kundin bestellt hatte, bekomme ich nicht nach. Schade eigentlich. Der Fanservice macht viel Spaß mit Fans über die, also wie gesagt, überwiegend DC, Marvel, vor allen Dingen Star Wars. Hallo. Verloren geht hier auch nichts. Ich musste gerade einen Datenstick, weil viele Kunden lassen ihre Datensticks hier im Copy-Raum, da, hier ist ja der Medien, da hinten ist der Copy. Und dann musste ich gerade den eben suchen, war schon ein paar Wochen her, aber die junge Dame wusste, dass sie den hier hat liegen lassen. Ja, viele lassen ihre Datensticks oder Flash-Einheiten oder sonstiges, also sogar Handys haben die hier liegen lassen. Keine Ahnung, manchmal kommen sie sofort zurück, manchmal dauert es halt etwas länger, aber Gott sei Dank, es wird hier alles aufbewahrt, hier kommt nichts weg. Ja, Datenschutz, hier ist alles Computer und Kamera gesteuert. Wir achten auf alles. Und ja, es gibt so viel. Ich könnte so viel machen. Ich könnte Mangas machen, Cosplay. Ja, Cosplay ist ja auch weg. Die Figur habt ihr gesehen. Die steht jetzt bei irgendjemand 1:1. Ja, was soll man denn? Ja, was soll man jetzt? Was soll ich jetzt hier? Wisst ihr was? Ich mache wieder einen Cut, trinke mir ein Käffchen, esse mir die Kekse und dann war's. Ob ich noch mal vor die Kamera springe, keine Ahnung, kommt drauf an. Ja, wenn einer reinkommt, sich über Star Wars sich unterhält und ich dann mir denke, jo, das ist was Tolles, darüber berichte ich. Also ich mache keine, das ist live, es ist live, aber es wird trotzdem geschaltet und nachher ist das eine Aufzeichnung. Weil live senden, nee, mit Kunden und das, nee, machen wir nicht. Es sind zwar hier überall Kameras, aber wir haben dann mal eine Live-Schaltung gemacht, dann konntet ihr live reinspringen, konntet dann sehen, aber da waren Gott sei Dank überwiegend nur Schauspieler da, denen war das egal. Aber bei den Normalkunden, Cut, Normalkunden kommen nicht vor die laufende Kamera. Okay, ich trinke mir jetzt ein Star Wars Käffchen und esse mir die Star Wars Kekse. Genau, so, das mache ich jetzt. Eine sehr interessante Frage gerade durch einen Kunden. Wer hat eigentlich die Filmrechte von Old Republic? Erstmal habe ich gestutzt, sage ich Old Republic, Filmrechte. Da muss ich mich auch schlau machen. Gehört das jetzt auch zu Disney? Also Disney hat ja alles gekauft, aber hat er auch Old Republic gekauft, weil das ein PC-Spiel ist. Star Wars Knights of the Old Republic. The Star Wars Knights of Old Republic ist an sich, weiß ich gar nicht. Gehört das über zu Disney oder gehört das immer noch? Weiß ich gar nicht. Vielleicht wisst ihr das mehr. Na, hallo. Es gibt ja auch Figuren von Star Wars Knights Old Republic. Old Republic. Ja, wenn ihr mehr wisst, ruhig unten drunter schreiben und Bescheid sagen, wem gehört Old Republic. Wer hat die oder wer kauft die Filmrechte für Old Republic? Ich meine, die Hollywood-Regisseure reden viel, machen trotzdem immer dasselbe. Hauptsache ist da was drauf. Ich will hoffen, wir möchte wirklich hoffen, dass nicht einfach irgendwas gedreht wird nach E9, ja, irgendwie, irgendwas,
Hauptsache Star Wars drauf. Also das wäre natürlich blöd. Ich meine, nach 2019 kann es passieren, weil dann ist das Resort offen, ja, Anaheim. Und natürlich die Hotel etc. Alles ist eine Menge offen und eine Menge kommt. Und dann kommt das Riesen, also der, das riesengroße Bonbon, also der Knaller überhaupt, E9. E9 wird der Knaller sein, dann wird die Sache vom Tisch sein. Und dann kommt halt Boba Fett, Obi-Wan Kenobi. Ihr merkt schon ein bisschen ruhig da. Weil Game of Thrones, die Regisseure wollen. Johnson, der dreht jetzt schon. Abrams dreht ab Juni. Die bereiten alles vor. Also Star Wars ist in der Mache. Also ich würde gern Mäuschen spielen bei Star Wars. Ich würde gern da rumhoppeln da und mir das ansehen, wie die da alle so arbeiten. Ja? Auch in der Sendung. Ja, Rebels ist zu Ende, vierte Staffel, da warte ich wirklich drauf, wann ich die endlich kaufen kann, um mir die in Ruhe anzusehen. Ja, ist so, ich meine, das geht sonst ins Geld, also ich möchte sie schon in der Hand haben, ich möchte eine DVD in der, oder eine Blu-ray in der Hand haben und nicht 2,99, 3,99 streamen, jede Folge, ja, also da geht horrendes Geld on air sozusagen ins Netz. Aber am Ende habe ich nichts, weil wenn das Netz abbricht, haben wir schon mal gehabt, wir haben einige Software-Sachen dann online bekommen, ja, bricht der PC zusammen, ist die Ware weg. Also holt man, oder man muss alles wieder neu besorgen. Also so lustig finde ich das dann nicht, muss ich einfach mal so sagen. So, also wie gesagt, Star Wars Knights, The Old Republic, wird das jemals verfilmt werden? Hat jemand schon die Filmrechte? Wird Hollywood selber sagen, komm, lass uns da mal einsteigen? Keine Ahnung. Das war eine tolle Frage. Deswegen habe ich gesagt, gut, ich frage jetzt mal hier so die Allgemeinheit, die Community, was die dazu sagt. Was sagt die Community zur Old Republic? Ja, das andere wissen wir alles. Viele, mit denen ich hier in der Community spreche oder gesprochen habe, sind natürlich jetzt am Verkaufen wie die Weltmeister. Ja, ist klar, die wollen halt ihre Figuren weghaben, aus welchem Grund auch immer. Und ich nicht. Ja, also, okay, hier dürft ihr sie natürlich kaufen. Ich habe sie ja vorgestellt. Sie sind ja auch alle da, aber sie müssen nicht unbedingt verkauft werden. Also, können ruhig eine Zeit lang hier stehen. Habe ich nichts gegen. Und ja, ne, wisst ihr Bescheid. Also, kann ruhig hier mal eine Zeit lang stehen. Habe ich nichts gegen. Die Großen von Sideshow, die werden sowieso nicht gekauft werden, weil die viel zu teuer sind. Ja, aber irgendwann stelle ich sie mal aus. Irgendwann packe ich sie mal aus und dann kommen die unter Glas und dann stelle ich die hier so hin. Wetten dann, wollen die Leute das haben für wenig Geld, noch weniger Geld. Obwohl die Vitrine kostet, die Figur kostet und dann für ein Apfel und Ei. Wird nicht klappen. Wird nicht klappen. Nee. Werde ich nicht machen. Nö, werde ich nicht machen. Ich lasse die so, wie die sind. Ja. Okay, das ist Step Motion hier, die Show, die zwischendurch unterbrochen wird. Für alle, die nicht wissen, wie das funktioniert, diese Show, die ist live, die wird live produziert während der Dreharbeiten von anderen Sachen oder von Auftragsarbeiten von anderen Sachen. Es kann sein, dass ich nächste Woche einen tollen Film machen werde, weil ich gerade angerufen wurde, ich muss über 4000 Kopien machen, dann könnt ihr euch vorstellen, das dauert und da kann man so ein bisschen, während die Maschinen dann da so laufen, ist nämlich dann so eine Art Nachtschicht, kann man dann sowas hier auf den Weg bringen. Ne? Also arbeiten, vielleicht mache ich auch nur ein Instagram, so ein 60-Sekunden-Clip, war ja auch so eine tolle Geschichte als Instagram, als Spielfilm, aber naja, so ist das nun mal. Ne? Okay, dann bis demnächst in diesem Theater, ob ich gleich noch weitermache, weiß ich nicht, werdet ihr ja merken, ne? Bei Step Motion hier, ne? Also Cut Motion, sagen wir mal so, Cut Motion, ne? Würde ich sagen, ich denke mir aber hier aus, ne? Guckt oder guckt nicht, ist mir doch egal.